Servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zum Newgrounds Adventkalender. 19. Dezember, nicht mehr lange bis Weihnachten. Und ich habe mir überlegt, nachdem wir die letzten paar Videos jetzt eine Zeitreise 15 Jahre und 10 Jahre zurück gemacht haben, jetzt gehen wir nochmal 5 Jahre zurück, 2015. Und sehen mal nach, was wir so finden. Diesmal gehe ich nicht unbedingt nach Ratings, sondern nach einem Titel, der mir ins Auge fällt. Und hoffentlich kommt das schneller als letztes Mal. Das letzte Mal habe ich ja ziemlich lang gesucht. Wo ist 2016? In dem Fall schon in der Vergangenheit. Hades Quest Blood Dungeon. Fast-paced Hoverboard Race in a Forsaken Temple. Merken? Blood Dungeon. Congo, the minimal strategy game of area domination. Okay. Disevilled, glaube ich heißt das. You are one of the disevilled who are good at wiping... What? Monster Love. Perilous Journey. Destroy the spaceships, defeat all 9 bosses, unlock medals. Chaos Christmas. You're being pursued by people who want to kill you on a cold Christmas Eve night. Ich kann mir durchaus bessere Wege vorstellen, seinen Weihnachtsabend zu verbringen. Cosmo Boy sieht ein bisschen aus wie eine Figur aus Among Us, nur 5 Jahre vorher. Oh no, Cosmo Boys Ship crashed. Das klingt auch interessant. King Strike. Help the King to defend his castle. Na, sowas haben wir schon mal gehabt. Eggy's Death Chamber. You will give me an egg. Try and survive the evil death chamber. Ouch. The Cedar. Destroy all the seeds. Submachine 10. Halfling Tycoon. Sprout. Okay. Rancho Ranch. Ah, wieder ein Memory-Spiel. Simultaneousum. Multitasking Mad. Nein, danke. Das hatte ich letztes Mal schon genug. Beard Grow. Help Danny grow a beard so Dora will go to prom with him. Ernsthaft? Das habe ich im echten Leben schon. Zombie and Juliet. Spin Circle. Partners in Crime. Steht nur leider sehr wenig darüber, was es eigentlich ist. Auroboss. Ludum Dare 34. Das stand vorher oben schon. Growth, made under 72 hours, okay. From Sprout to Splendor, catch the sun and touch the sky. Grow Ball, collect balls of your color to grow while avoiding balls of other colors. Das klingt sehr simpel. Go, go, Razzilla. Razzilla has radioactive powers. No birds in this game. Sieht doch anders aus. Growing Ties. Grow and cut perfect sized ties for your patrons, okay. Recall Rampage. Use the recall to uncontrol your movement. Spirit of the Calais Family. What the hell has happened to the Calais Family? Hoffentlich nicht dasselbe wie der Kelly Family. Anime-inspired Chronicle Bulletin. Christmas Cat. Very puzzling. Electro Ball, the electricity. Okay. Follow the blue square. Hier unten. Absorbed. Blood. Plumber's Creed, was? Assassin's Creed X Super Mario Brothers Mashup made in 3 days. 4 Sterne, okay, aber ich will jetzt kein Mashup, ehrlich gesagt. Also, was waren die zwei? Cosmo Boy oder Blood Dungeon? Ein Hoverboard Race oder jemanden scheinbar mit seinem gecrashten Ship helfen? Einer hat 3 Sterne, sondern hat 4 Sterne. Ja, Blood Dungeon. Wir sehen uns Blood Dungeon an. Ein bisschen ranzoomen wieder. Ich höre Heuschrecken. Ups. Achievement Stats, New Game. YOLO Mode, was? Oh mein, Normal Mode.
Alright. I'm in. So his best time is 42 seconds. I'll do very better. Wow, bewegt sich der schnell. Ah, jetzt habe ich vergessen, nach der Steuerung zu schauen. M für Musik, you have to change the frame rates. Okay. Okay, im Moment darf ich mich nur bewegen, wie es aussieht. Okay, als geheißen hat Hoverboard Racer, habe ich eigentlich was anderes erwartet. Es ist irgendwie so Legend of Zelda mit Hoverboard. Legend of Zelda mit Zurück in die Zukunft. WTF! Drei Rufzeichen. Weil eines reicht nicht, um Schock auszudrücken. So ist immer, dass etwas Unglaubliches passiert. Faster! Boah. Okay, wir sind hier eingesperrt. Wir müssen jetzt scheinbar einen Weg hinausfinden. Da ist ein Knopf. Da ist noch ein Knopf. Flupp. Boss? Kein. Oh, doch, Boss. Oder muss ich da rein? Wow, trippy. I can't bear your stupid races anymore. It's time for me to have fun. I improved your board. It now contains a bomb. You have 10 seconds to get out of my dungeon. It seems a bit tough. I will be kind and reset the bomb after each room. Das ist sehr freundlich. And now, back to our feature presentation. Wow. Okay, also hat es doch etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Okay, gefällt mir. Es ist so, wow. Es ist so Puzzle-Game ähnlich. Wow. Keine Ahnung, wie ich da jetzt durchgekommen bin, aber irgendwie habe ich es geschafft. Ich sollte vielleicht nicht so rushen, weil 10 Sekunden sind manchmal länger, als man denkt. Okay, also die Löcher sind real. Löcher sind real. Sorry, wenn ich da jetzt jemanden das Weltanschauungsbild kaputt gemacht habe. Aber ich habe gerade den wissenschaftlichen Beweis geliefert. Schande. Wow! Okay, das wird jetzt schon nicht einfach. Autsch! Autsch! Wieso liegt mein Kopf noch da? Ich bin nicht mehr tot. Nein! Boah, da braucht man wirklich Präzision jetzt in diesem Raum. Ist das irgendeine Abkürzung? Au! Autsch! Okay, seriously. Nein! Die Pfeile sind ein bisschen zu viele. Sorry, aber... Für das, wie er sich bewegt, ihr seht ja, wie schnell er sich bewegt teilweise. Das wird das doch ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Autsch! Kann ich das Ding zuerst mal weglocken? Danke. Zum einiges einfacher. Autsch! Okay, vorsichtig. Oh, und das Ganze wieder retour. Puh! Keine Ahnung, wie ich da jetzt durchgekommen bin, aber es hat funktioniert. Phew! Also ja, ihr könnt sehen, er bewegt sich ziemlich schnell. Es ist oftmals nicht einfach, präzise zu manövrieren. Oh Mann, wirklich? Wie soll denn das gehen? Ah, okay. Dann ein bisschen höher. Dachte ich. Nein! Ah. Autsch. Okay, das muss man wirklich ganz präzise machen. Puh. Okay, ich bin durch. Wiedersehen.
Okay. Nein. Ah, falsch durchdacht. Das hat jetzt so ausgesehen, als ob ich auf den Pfeil geritten wäre. No. Oh. Ach du meine Güte. Das Spiel wird nicht einfacher. Was wäre das denn auch für ein Spiel, wenn es das werden würde? Hat eine merkwürdige Schwierigkeitskurve. Okay, wie haben mich diese Spikes jetzt nicht vorher erwischt? Mist. Okay, hier stehe ich sicher. Oh, Knopf drücken auch noch, wirklich. Wie soll ich das denn ausgehen? Muss ich eigentlich rushen? Warum liegt hier so viel Blut? Meins ist das nicht. Ja, wirklich, wie soll ich das ausgehen? Ihr habt doch gerade gesehen. Drücken und... Ah! Autsch. Ja, also es spielt auch Glück, wie ihr sehen könnt, eine große Rolle. Und ich glaube, ich werde diesen Raum ein bisschen umdekorieren. So färben. Das geht doch gar nicht. Warum muss ich diesen Knopf auch ganz präzise drücken? Kann mir das jemand sagen? Autsch. Autsch. 44 Tode. Ist das Ding immer schneller oder was? Hätte ich es fast gehabt. Autsch. Autsch. Oh, ah. Okay, aber raus muss ich. Ah, verdammt. Gerade jetzt, wo ich es geschafft hätte. Ist richtig mit der Welle mit. Okay, jetzt war ich ein bisschen zu übereifrig. Nein! Oh, dieser Raum ist nicht einfach. Ja, kann ich schon wieder vergessen. Ich habe zu wenig Zeit. Ah, Mist. Ich wäre zu voreilig. Meine Güte, warum ist es denn hier so rot? Nein, oh, der letzte Pfeil, der mich erwischen hätte können, hat mich erwischt. Leute. Chillt. Au. Nicht. Es gibt immer irgendwas, was mich trifft. Ach, wieder den Knopf nicht gedrückt. Warum kann ich den Knopf nicht einfach berühren? Es ist so schon schwierig genug von der Steuerung her. Oh, und wieder der letzte Pfeil natürlich. Ah. Wirklich, ich war doch schon in der Ecke unten. Oh, yes. Raus hier, bitte. Boah, der letzte Raum jetzt. Oh, und weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefallen mir die Wände überhaupt nicht. Au! Okay, ich darf scheinbar die Wände überhaupt nicht berühren, kann das sein? Hallo Bimos, gehörst du nicht in Legend of Zelda? Ich glaube, du bist im falschen Spiel. Au. Ja, ich darf die Wände nicht berühren. Wiedersehen. Oh, okay, hier ist Eis. Hier ist Eis. Autsch. Autsch. Oha. Wow, okay, das kann man jetzt nicht mal richtig steuern. Schaut mal, wie der rutscht. Nein, nicht in die Wand. Das habe ich zu spät gesehen. Autsch. Uffa. Okay, ich sehe allerdings gerade, wir haben jetzt schon wieder 15 Minuten. Ich meine, vieles davon habe ich jetzt wieder gesucht, vielleicht 5 Minuten, aber... Ich denke, ich habe euch einen guten Eindruck von diesem Spiel gegeben. Und ich will auch noch in die Kommentare reinschauen. Mir gefällt das Spiel. Es hat seine Frustmomente, ja.
aber ist wirklich gut gemacht, auch von der Schwierigkeitsstufe her. Also vom, wie sagt man, von der Schwierigkeitskurve. Also es fängt recht einfach an, es lässt dich dann gewöhnen an die Steuerung und alles. Dann, ja, fordert es dich auch mal heraus, aber das muss auch so sein. So. Jebuin, ich hoffe, man spricht ihn so aus. Der Autor des Ganzen hat es gut gemacht. Nur 3,8 von 5, wirklich? Also 4 Sterne komplett hätte sich das wenigstens verdient. Ja, Frontpage am 29. Dezember 2015 und Daily Feature einen Tag später. Zu Recht, würde ich mal sagen. It was damn hard. Difficulty score 93%. 1682 deaths. My suffering has ended. Anyway, good game. Or GG. The YOLO mode is so easy to me only to beat it. But anyways, I beating the YOLO mode. And I finally got all 7 achievements. Congratulations. Those fucking crossbows. Fuck off. Trotzdem 5 Sterne, ne? Wenigstens weiß er Qualität zu schätzen. Meh. Also, why the need to record deaths? I never understood why people insist on putting it in their games. Okay, und dieses kleine Detail ist nur 2 Sterne wert, oder wie? Game was hard as fuck, but I enjoyed the time I wasted. Ja, dann geht's dir wie mir. Aber so hart war das gar nicht. Es gibt schwierigere Spiele. Es war eigentlich so wirklich, es fängt einfach an und wird halt ein bisschen schwieriger mit der Zeit. So soll das ja auch sein. Gut, das war Blood Dungeon. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht das Video rendern müsste, würde ich sogar noch weiterspielen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das 19. Türchen unseres Adventskalenders und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Passt auf euch auf. Ich bin ich und nicht er. Bleibt gesund. Und wie immer verabschiede ich mich mit einem freundlichen Ciao, ciao.